Leichter Schneefall umweht Florian Mayer, Maximilian Marterer, Patrick Kühnen und Timo Glock. Die Wetterkapriole gibt den Tennisprofis und dem DTM-Fahrer einen Eindruck auf die möglichen Verhältnisse bei den kommenden BMW Open und macht dem härtesten Sandplatzturnier der Welt alle Ehre. Ja, war mal eine schöne Sache. Ich habe noch nie am Flughafen Tennis gespielt und leider war es ein bisschen zu kalt, aber nee, war eine coole Sache für alle. Die Temperaturen, ja, die sind jetzt ein bisschen herzhaft, aber die Hoffnung ist natürlich da, dass jetzt die Temperaturen niedrig sind, um dann die Sonne rauszulassen, wenn es bei uns losgeht. Es macht immer noch Spaß und habe heute sehr viel Spaß hier gehabt. Es war nicht immer alle Bälle mit der Bespannung getroffen, sondern mehr mit dem Rahmen, aber es war ganz okay. Einer der Lokalmatadoren bei dem BMW Open bei FEU ist Maximilian Marterer. Der Maxi hier aus der Tennisbase in Oberhaching und er hat eine Wildcard bekommen für das Turnier dann und ist dementsprechend glücklich, denke ich mal. Nee, natürlich ist natürlich eine Riesenchance für mich, mitzuspielen beim Turnier. Ja, ich finde es schön, dass ich da berücksichtigt wurde bei der Entscheidung. Bevor die BMW Open am 29. April mit der Qualifikation beginnen, nimmt das Teilnehmerfeld konkrete Formen an. Publikumslieblinge wie Tommy Haas, der dreifache Turniersieger Philipp Kohlschreiber und Deutschlands aktuelle Nummer 1 Alexander Zverev haben bereits zugesagt. Insgesamt ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir alle deutschen Spieler am Start haben. Das Motto ist ungefähr so, die deutschen Spieler gegen den Rest der Welt. Das ist sehr interessant. Wir haben auch von unserem Partner FEU drei Spieler am Start, Morfis, Fonini und Bautista Agut, die alle in der Region der Top 20 der Welt zu finden sind. Hochklassige Spieler dabei. Ich werde jetzt nächste Woche noch in Budapest antreten, noch mal ein Sandturnier spielen, hoffe auf ein bisschen wärmeres und besseres Wetter und dann bin ich, denke ich, in zwei Wochen hier topfit. Du bist ja auf dem Weg unter die Top 100. Wäre da die BMW Open ein ideales Sprungbrett, auch vom Belag her, Sandboden, liegt ja nicht jedem? Nee, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl auf Sand. Auch gut, dass es ein bisschen höher ist als andere Turniere. Es macht es ein bisschen schneller, das Spielen. Insofern könnte es schon gut sein, dass es mir dort liegt. Im Airport Center des Flughafens München kann auf zwei Plätzen noch bis zum 28. April Tennis gespielt werden. Trainer des MTTC Iphitos leiten sportbegeisterte Passagiere und Besucher dabei an. Es heißt, das härteste Sandplatzturnier der Welt, weil es kann auch mal schnell ein bisschen schneien. Es kann auch mal wirklich kalt werden, so nicht mal 10 Grad. Ja, ich weiß noch, wie ich letztes Jahr gegen Fognini im Schnee gespielt habe. Das war dann schon sehr kalt für alle, alle in langen Sachen gespielt. Ein bisschen wärmer wär mir auch recht, wenn es ist dann. Maxi, viel Glück dann auf jeden Fall, bleib verletzungsfrei und dann sehen wir Maximilian Marterer, ja, den Münchner Matadoren hier dann bei den BMW Open draußen beim MTTC Iphitos auf der Anlage.